Und die Vorstellung beginnt. Hi, hier ist Werdorf Tarot. Hallo, mein liebes Kollektiv oder du, Teil meines lieben Kollektivs. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Channel. Falls du heute das erste Mal bist, hi, ich bin Martina, ich lege hier Tarot für dich. Und ich hatte einen Download. Ich möge doch bitte ein Reading machen. Heute Abend ist Vollmond. Ich möge doch bitte ein Reading dafür drehen, soll ich, weil für irgendwen diese Message ziemlich wichtig sein dürfte. Falls du dich gefragt hast, wo ist sie denn abgeblieben? Sie war so lange nicht da, ja. Es war eine Menge los bei mir im Privatbereich. Ich erzähle da ja manchmal auch drüber. Also ich arbeite ja auch noch Vollzeit und ein Masterstudium mache ich auch noch. Also es ist alles sehr, 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 ja, ich sag's mal so, andere Bereiche fordern auch gerade meine Aufmerksamkeit. Aber, und zum Beispiel auch, persönliche Legungen, die ich ja auch noch mache, oder Soul Talks, die man bei mir bucht, die sind ja auch noch dann wild verteilt ab und an mal. Und ja, also ich werde aber auf jeden Fall wiederkommen mit den Readings für September, für alle Sternzeichen. Und jetzt mache ich erstmal eine kleine allgemeine Legung, weil, wie gesagt, ich habe den Download gekriegt. Ich möge doch bitte diese Legung machen, weil es für jemanden da draußen sehr wichtig zu sein scheint. Okay, dann mache ich das. Ich lade sie auch gleich hoch. Und ich bin gespannt. Also zur derzeitigen Situation, was da so im Himmel los ist gerade. Also wir hatten das Löwentor, wir hatten einen Haufen Portaltage, die ziemlich viele von uns ziemlich heftig durchgerüttelt und durchgeschüttelt haben. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, ob du das auch so empfunden hast. Also ich habe es so empfunden. Ja, aber genug geschwallt. Ich gucke jetzt in die Situation, die die Karten uns verraten möchten, zum heutigen Vollmond. Ja, also dies ist ein allgemeines Reading, kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Es können auch nur Teile auf dich zutreffen. Aber allgemein sage ich hier immer, du fühlst, wenn es deine Legung ist, okay? Wenn dir meine Arbeit gefällt, nimm gern Kontakt mit mir auf für eine persönliche Legung. Ja, Soul Talks, Channelings, Coachings für Seelenpartner oder auf dem Weg in deine Selbstliebe. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Und jetzt geht's los. Also, ich habe mich schon mit der Energie vom Kollektiv verbunden und gereicht und geklärt. Die Wolke ist ja hier gerade noch rumgeflogen. Also, allgemeine Botschaft. Ich höre mal, ob ich schon was höre. Gucken wir mal. Irgendwas mit verlieren. Jemand hier hat Angst, etwas oder jemanden zu verlieren. Tod. Der Tod. Erste Karte raus. Und wie ich immer so sagen will, keine Angst, es ist hier nicht vom wirklichen Tod die Rede, dass jetzt demnächst jemand, der dir nahesteht oder den du gern hast oder du selbst vielleicht verstirbt oder so. Es geht hier darum, also mehrere Szenarien sprudeln mir in meinen Kopf. Es geht darum, Angst zu haben, etwas zu verlieren und dass es etwas eine Beendigung hervorruft. Manche, die hier zuschauen, haben aber auch gerade was sehr Wichtiges abgeschlossen. Also so eine Situation, die ihnen halt, die also jetzt hier meine Zuschauerinnen und Zuschauer sehr viel emotionalen Ballast gekostet hat. Und das wird jetzt mit dem Tod beendet. Aber manchen ist es halt auch wirklich die Angst vor dieser Beendigung, weil ich hatte die ganze Zeit so einen Song im Kopf. Der Song heißt nicht so. Loving you is a losing game. Und der heißt anders, ich glaube, der heißt Arcade. Auf jeden Fall, es geht darum, also bei vielen, die hier zuschauen, geht es um Verlustängste, Angst, jemanden oder etwas, eine Situation zu verlieren oder künftig für immer zu verlieren. Okay, gucken wir mal weiter. Oder halt, es wurde etwas Tolles, Großes abgeschlossen für die. Na, also, das ist doch. Ja, genau. Also es geht tatsächlich darum, wenn wir jetzt hier auf die Liebe schauen und du hast so eine Person in deinem Umfeld, die du halt aufs Podest stellst, so, ne? Dann haben wir hier mit Skorpionenergie, mit dem Tod, die Verlustangst angezeigt. So nach dem Motto, oh nein, es könnte ja beendet sein, weil diese Person mit 9 der Münzen ihren Fokus auf jemandem anderen hat, auf jemand anders fokussiert ist oder vielleicht sogar, was auch nicht das Schlechteste ist, auf sich selbst fokussiert ist, aber nicht auf mich.
Und ich fühle hier auch so ein bisschen Abwehr, sieben der Stäbe. Es geht hier darum, dass sich viele, die hier zugucken, so ein bisschen abgewehrt fühlen von einer Person oder Situation oder auch abgelehnt, kriege ich gerade. Es geht darum, dass du so quasi so aus dieser Beobachterposition bist, dass deine Person halt nur Augen für sich selber hat oder es kann auch hier ein Job sein, zum Beispiel so diese Pick-me-Pick-me-Situation. Du schreibst eine Bewerbung und du weißt, deine Bewerbung liegt unter einem Stapel von 500 Bewerbungen. Und du beobachtest das hier so von außen, hast Angst, dass deine Bewerbung aussortiert wird. Dann hast du hier auch Angst, dass der Fokus auf wem anders liegt und dass du abgewehrt wirst. Sowas zum Beispiel hier, ne? Also es geht hier in diesem Reading, was ich ja heute ganz dringend machen sollte, geht es hier um Verlustängste, um Ängste, abgelehnt, abgewehrt zu werden und vor allem auch nicht gesehen zu werden mit zwei der Schwerter. Jemand hier möchte, ich kriege gerade der Realität nicht ins Auge sehen oder der Wahrheit der Situation nicht ins Auge sehen. Und manche von euch, die hier zuschauen, fühlen sich auch völlig lost. Also so richtig, mein Leben bricht auseinander. Um Gottes Willen, was passiert hier eigentlich? Und warum ist das so? Warum muss ich das gerade so erleiden? Das könnte ein Titel sein. Ich nehme mein Buch, was mir meine fleißige Zuschauerin und Freundin Susi geschenkt hat. Warum muss ich das erleben oder warum musst du das erleben? Du, die Person, die mir hier zuschaut. Na, dann hoffe ich, habe ich bald ein paar bessere Neuigkeiten. Wie geht's hier weiter? Und ich glaube, das, was du hier erlebst, das ist diese transformative Energie von dem Löwentor, die noch hinterher nachhallt. Und wie ich schon am Anfang des Videos sagte, hatte Unmengen von Portaltagen im Verhältnis. Normalerweise kommen vielleicht eins, zwei. Manchmal haben wir auch 10 Portaltage am Stück. Wie geht's hier weiter? Ah, schön, Gott sei Dank, so eine Energie brauchen wir. Ach ja, okay. Damit können wir doch arbeiten. Ah, apropos arbeiten. 8 der Münzen auf der Rückseite des Decks. Jemand hier möchte sich nicht damit zufrieden geben, also diese Situation aufzugeben, zu verlieren. Ich sehe dich hier, also wenn du die Person bist, von der ich gerade gesprochen habe, die sich so fühlt, als ob sie alles verlieren könnte oder als ob alles Kopf steht. Du bist andererseits aber auch so eine Kämpfernatur. Also klar, wir merken, dass solche Gefühle auf uns einprasseln. Idealerweise drücken wir sie nicht weg, sondern durchleben sie, weil die haben ja eine Daseinsberechtigung. Und du bist aber so eine Kämpfernatur. Du nimmst es an, von wegen, okay, ich könnte jetzt halt wirklich verlieren, was auch immer. Ich will das aber nicht. Und ich bin ein Kämpfer. Ich setze mich wieder aufs Pferd oder auf mein Moped oder auf mein Fahrrad oder wo auch immer du dich hinsetzen möchtest, um da wieder vorwärts zu kommen mit. 8 der Münzen. Es geht hier um Arbeit an dir selber, an der Situation. Auf jeden Fall, egal wie auch immer du daran arbeitest, du bringst da wieder Energie rein, damit es besser werden kann. Also ich sehe dich am Anfang der Situation hier so ein bisschen so in der Schockstarre. So, oh Mann, was ist denn da jetzt passiert? Und warum ist das jetzt vor allem passiert? Weil das ist gar nicht das, was ich wollte. Aber dann berappelst du dich. Und das ist der Moment, wo du dich berappelst und wo du sagst, okay, war jetzt nicht so toll, aber ich kämpfe weiter. Okay, und warum weiß ich das? Du hast den Magier, Stierenergie. Magier ist eine super Energie. Bei Magier geht es darum, aus den nicht so grandios laufenden Sachen doch das Beste zu machen, weil du die Power dazu hast, die Macht dazu hast und vor allem alle Tools, also alle Gaben auf dem Tisch. Ihr seht es, er hat alle 4 Elemente aus dem Tarot vereint, alles, was er brauchen könnte. Vielleicht braucht er Verstand, das sind die Schwerter. Vielleicht braucht er Wasser, also die Kelche für seine Emotionen, was auch immer. Was auch immer er braucht, er, der Magier, greift drauf zu,
und kann daraus das Beste für sich selber gestalten, kreieren. Der Magier ist auch Manifestationsenergie. Das heißt, wenn du dir einen besseren Ausgang dieser Situation manifestieren willst, hast du die besten Voraussetzungen, um das zu erreichen. Nur denk dran, Manifestation tritt nur ein, wenn es auf dem richtigen Energielevel passiert. Also du selbst in der richtigen Energie schwingst, um diese Manifestation hervorzurufen. Weiter. Aber Magier ist schon mal gut. Ist schon mal sehr gut, um aus dieser Todesenergie rauszukommen. Wobei der Tod auch immer Transformation ist. Ne? Es ist nicht immer nur die reine Beendigung, sondern auch Transformation. Du als Magier hast Optionen, wie du damit umgehen möchtest. Vielleicht bist du auch so ein bisschen überfordert, weil du verschiedene Möglichkeiten hast. Also zum Beispiel die Situation, die ich gerade als Beispiel genannt habe mit dem Job. Du fragst dich, meine Mappe verschwindet gerade unter 500 Bewerbungen und ich werde gar nicht gesehen. Was tue ich jetzt? Nur, das ist doch mein Traumjob. Ja. Du hast mehrere Möglichkeiten. Eine zum Beispiel davon, sieben der Kelche, eine davon ist, ich warte jetzt einfach ab, was kommt, ob ich wirklich abgelehnt werde oder nicht. Nächste Option, du wartest nicht, dass du abgesägt wirst. Du guckst, was der Bewerber oder der Arbeitgebermarkt quasi noch zu bieten hat und schreibst weitere Bewerbungen. Übernächste Möglichkeit. Du brauchst vielleicht gar nicht dich zu bewerben weiter, weil du dich entschiedst, dich selbstständig zu machen. Komplett. Und ja, sowas hier kriege ich hier. Optionen sind da. Was du auch machen kannst, wenn es dich überfordert, zieh dir eine Person zu Rate, die du halt schätzt und die du halt unterstützend einordnest und wo du auch weißt, dass der Rat, den du da kriegst, halt auch was wert ist und nicht einfach nur aus einer Ego-Nummer von der anderen Person. Zum Beispiel, ich habe jetzt neulich bei Netflix eine Serie angefangen. Ich weiß nicht, ob ich sie weitergucke. Ich darf das ja hier sagen. Irgendwas mit Model Geek. So eine Rothaarige, die auf einmal Model wird. Und ich habe die ersten drei, vier Folgen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die Konzentration gerade aufbringen kann, weiterzugucken, aber die Serie war ganz süß. Auf jeden Fall, sie hat da eine Freundin, die will eigentlich Model werden. Ja? Und da geht es dann darum, dass die Protagonistin aber entdeckt wird mit ihren roten Haaren, mit ihrer weißen Haut. Und die soll dann das neue Supermodel werden. Und die eigentliche Freundin, die ursprünglich Model werden wollte, die wird nicht entdeckt. Die sind nämlich auf der Fashion Week, sind die, glaube ich, in London. Und die wird nicht entdeckt. Sitzt da natürlich ein bisschen auf der Treppe und ist ein bisschen sad und weint. Ist klar, ist normal, wenn so ein Traum zerspringt. Aber in dem Moment, wo unsere Protagonistin halt sagt, ich will es versuchen, ich will kein Loser und kein Freak mehr sein und kein Geek, ich möchte das mit dem Modeln versuchen. Und ich war so überrascht über diese Freundin, denn die war so supportive. Und die hat, also ich habe jetzt die ersten paar Folgen gesehen und hat dann die andere zum Casting. Ich war richtig angetan davon. Und klar, ihr werdet jetzt sagen, ja, was quatscht Martina da? Das ist eine Serie. Nein, es gibt auch in unserer Realität so Menschen, die so supportive sind, die selber ihren eigenen Traum begraben, aber dafür auch dich begleiten in deinen Traum, in deinen neuen Traum, auch wenn du ihn erst seit 3 Tagen hast. Dafür wirst du sie ja auch wieder irgendwohin begleiten. Also wenn du dich überfordert fühlst, such dir so eine Freundin oder deinen Lebenspartner oder keine Ahnung wen, vertrau dich an. Oder meinetwegen Coach. Such dir einen Coach. Ja, das sollte ich jetzt sagen. So, okay. Die gute Nachricht ist, wenn du in deinen Kopfsalat, in deinen Gedanken Ordnung reingebracht hast, ist es wieder an der Zeit, dass du mit drei der Stäben wieder in der Position bist, dass du weißt, okay, es geht hier aber auch gleich weiter. Ich habe meine Entscheidung getroffen, davor kommen zwei der Stäbe. Das heißt, du triffst eine Entscheidung, wie es weitergehen soll. Du entwirfst das hier, die sieben der Kelche, triffst mit zwei der Stäbe deine Entscheidung, mit drei der Stäbe geht es weiter. Level up. Also du verlässt diesen Wurstsalat. Was haben wir denn hier alles liegen? Wir haben hier die, guck mal, wir haben hier die sieben der Stäbe in der ersten Reihe liegen und die drei der Stäbe. Macht zusammen 10. Das heißt, du
Also 10 der Stäbe ist ja eine große Bürde und das scheint es auch für dich zu sein oder für diese Person, mit der du hier zu tun hast. Und das Schöne ist, wenn du deine Gedanken entwurstelst, dann verlässt du diese Situation. Und das ist halt total cool. Also mit 10 der Stäbe, die Bürde geht dann raus. Wie endet das hier für meinen Zuschauer aus dem Kollektiv, der so strebsam daran arbeitet, aus diesem, oh, ich würde gerade sagen, aus dieser Misere rauszukommen? Wie geht das hier zu Ende? Lieb ich doppelt. Okay, also Ritter der Stäbe. Also vielleicht hast du Feuerelement bei dir in der Chart oder du hast mit einem Feuerelement zu tun, mit einem Widder, ich wollte gerade sagen, einem Stier ist falsch, mit einem Widder, einem Schützen, einem Löwen. Und ich sehe dich hier, nachdem du das entwirrt hast, halt leidenschaftlich voranschreiten. Also diese Lösung, die du findest. Lösungen aus der Misere könnte ich es nehmen. Wenn du das entwirrst und aus dieser Misere rausgehst, wahrscheinlich auch mit Hilfe deiner Freundin, deines Freundes, deines Coaches, wem auch immer, dann entwickelst du wieder den Feuereifer und wirst auf etwas Neues zu reiten mit Leidenschaft. Vielleicht hast du auch eine neue Idee gefunden dadurch, dass du so brainstormst mit jemandem zusammen. Das ist ganz toll. Okay, wie geht das hier zu Ende? Ich war gerade total happy drüber zu sehen. Die Liebenden, eine lebensverändernde Entscheidung. Also wenn du jetzt hier nicht auf die Liebe schaust, dann handelt es sich um eine lebensverändernde Entscheidung, die du selber triffst. Und ich nehme es hier wahr, du triffst diese Entscheidung. Du willst raus aus der Entscheidung, also aus dieser Situation, weil du sagst, okay, das bringt mir hier nichts mehr. So wie ich hier rumgeeiert habe die ganze Zeit, es bringt nichts. Und ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich halt, ja, was Schönes haben möchte und was Schönes für meine Zukunft haben möchte. Und jede Entscheidung für etwas ist auch gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas. Und dann checkst du, also das hier ist Zwillinge-Energie, das hier ist Schütze- und Fische-Energie. Und dann checkst du auf einmal, dann macht es auf einmal Klick und du merkst, oh Gott, das, was mir hier die ganzen letzten Wochen, Monate, wie auch immer lange es mich beschäftigt hat, geärgert hat, kann man so sagen, wird mir jetzt gezeigt oder ich checke das jetzt, ich verstehe das jetzt, dass das zu meinem Schicksalsweg gehört. Und das Rad des Schicksals dreht sich immer für dich. Du kannst dich natürlich entscheiden, auch das hat eine Entscheidung mit sich. Du kannst dich natürlich entscheiden, wie es sich drehen soll. Aber ich habe das Gefühl, weil es jetzt zusammen mit den Liebenden gekommen ist, es ist eine liebevolle, positive, wunderschöne Veränderung. Natürlich bremst du dich vielleicht noch ein bisschen aus, dass du denkst, ne, und was ist, wenn das nicht klappt? Ne, 4 der Kelche. Was ist, wenn es nicht so klappt, wie ich es mir manifestiert habe mit dem Magier? Was ist, wenn das hier alles nicht hinhaut? Ich kann dir sagen, dass du es ja nur sehen kannst, ob es hinhaut, wenn du den Mut aufbringst und es versuchst. Ja, also es klingt jetzt natürlich wieder, ja, die hat ja gut reden und überhaupt, ne? Aber ich glaube, wir stehen alle mal vor diesen Entscheidungen im Leben. Dieses, ah, verlasse ich jetzt komplett meine Comfortzone? Oder bleibe ich für immer in dieser Starre, vor der ich eigentlich Angst habe, dass sie eintritt? Oder setze ich mich durch und mache? Ja, und das war meine Vollmond-Message für dich. Das war ziemlich deep. Das sollte unbedingt raus. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, freue ich mich wie immer sehr über dein Like, dein Abo und einen Kommentar. Teile dieses Video sehr gerne mit allen, die Love Tarot kennen sollten. Persönliche Buchung, also Legungen für dich, auf dich selber. Also jetzt hat eine Stammkundin von mir hat jetzt erst gefragt, kannst du mal in meine Energie gucken, was da. Ja, klar, ich kann auch ohne eine Person, ohne ein Gegenüber einfach nur in deine Energie schauen. Das mache ich sehr gerne. Das hat eine Stammkundin von mir jetzt gebucht. Also Legung auf dich, auf dein Leben, Finanzen,
Liebe auf dein Herzmensch, sofern du einen hast. Dualseelen. Coaching für Seelenpartner, also auch für Dualseelen oder für deine Selbstliebe oder Soul Talks. Kannst du alles buchen bei mir auf der Webseite. Alles wie immer in der Infobox verlinkt. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Vielen lieben Dank wieder für deine Aufmerksamkeit, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye!